Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video geht es um die Klimaanlagen bzw. um das Gebläse in euren Fahrzeugen. Vielleicht habt ihr auch schon das Problem, wenn ihr die Klimaanlage ausschaltet und normal mit Gebläse durch die Gegend fahrt, kommt ein bestialisch stinkender, muffiger Geruch hier aus den Lüftungsdüsen eurer Fahrzeuge. Es riecht wie so ein nasser Hund bzw. so ein umgekippter Tümpel irgendwo mitten im Wald. Unangenehmer Geruch. Was ist passiert? Wahrscheinlich habt ihr zu spät gehandelt. Ich mache das, was ich euch jetzt vorschlage, einmal im Jahr an meinem Privatfahrzeug. Mein VW Polo ist jetzt ein Jahr alt und es wird Zeit, dass ich hier die Klimaanlage desinfiziere. Dazu müssen wir wissen, wie funktioniert überhaupt eine Klimaanlage. Klimaanlage selber saugt sich Luft von außen an und der Verdampfer entzieht der vorhandenen Luft die Feuchtigkeit. Die Feuchtigkeit wird über eine Art Rinnensystem nach außen abgeführt. Hier bei meinem VW Polo ist es irgendwo im Bereich des Fußraumes Beifahrersitz. Unten habe ich an Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit immer einen kleinen See, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist. Das ist einfach nur Kondenswasser. Viele Leute denken, ah, da ist bestimmt mein Kühlsystem undicht, weil die Wasser unterm Auto haben. Ich zeige euch mal, wie das hier bei mir aussieht. Und das ist, wie gesagt, Kondenswasser. Es ist kein Kühlmittel. Wenn wir mit diesen Fahrzeugen fahren, der Verdampfer entzieht der vorhandenen Luft die Feuchtigkeit. Das sagte ich gerade schon. Wenn wir jetzt den exorbitanten Fehler machen, wir fahren mit Klimaanlage und erreichen das Ziel und machen sofort das Auto aus, sprich in dem Moment auch die Klimaanlage aus, haben wir auf jeden Fall noch Feuchtigkeit, Restfeuchtigkeit am Verdampfer bzw. am Wasserablaufsystem der Klimaanlage. Und jetzt kommt es zum Worst Case. Wir machen die Klimaanlage einfach nicht mehr an, weil Herbst, Winter, Energiesparen, was auch immer. Ihr habt Restwasser in dem Klimaanlagentrakt. Und ihr könnt euch vorstellen, was in einem halben Jahr mit dem Wasser passiert. Genau, es beginnt zu modern. Schimmel, Pilze, was auch immer, werden hier entstehen. Und damit das nicht passiert, empfehle ich euch, wie gesagt, ich mache das einmal im Jahr und ich fahre. So steht es eigentlich in den Betriebsanleitungen der Fahrzeuge, wenn ich mit meinem Fahrzeug fahre. Ich weiß, in circa 2 bis 3 Kilometern erreiche ich das Ziel, mache dann das Auto aus und der Wagen wird erstmal dort stehen. 2 bis 3 Kilometer vorher schalte ich die Klimaanlage aus, damit das Restwasser aus dem Verdampfer oder von dem Verdampfer und dem ganzen Klimaanlagentrakt noch abgeführt werden kann. Mach das auch, damit hier kein Schimmel oder was auch immer entstehen kann. Ja, und jetzt wollen wir endlich mal starten. Wir kaufen uns einen Reiniger. Nein, falsch. Wir brauchen keinen Klimaanlagenreiniger. Wir brauchen einen Klimaanlagendesinfizierer. Ein Reiniger, da kommt hier irgendwie ein Duft rein und erreicht aber gar nicht den Bereich, den wir erreichen wollen. Und zwar Bereich Verdampfer und Wasserabführung von der Klimaanlage. Und hier empfehle ich jetzt jedem von euch, wenn ihr euch ein Klimaanlagendesinfektionsmittel kauft, wenn ihr das für 3-4 Euro bekommt, dann ist es auch nur für 3-4 Euro wert. Das heißt, es kommt auf die Inhaltsstoffe an. Und ich arbeite seit Jahren mit dem Reiniger von der Firma Abacus. Und zwar ein Klimaanlagendesinfektionsmittel. Ich nutze das seit Jahren und habe damit die allerbeste Erfahrung. Das kann ich euch auf jeden Fall nur zu 100% empfehlen. Ich setze euch mal unten in die Videobeschreibung einen Kauflink über Amazon, wo ihr euch, wenn ihr möchtet, dieses Mittel auch kaufen könnt. Das allererste, was wir jetzt machen müssen, empfehle ich jedem. Nehmt erstmal irgendwelche Lebensmittel aus diesem Auto heraus. Ich habe hier zum Beispiel,
Kaugummis. Die haben während der Klimaanlagendesinfektion im Fahrzeug nichts verloren. Schaut auch mal hinten nach. Nicht, dass von den Kindern irgendwo noch ein Überraschungsei oder Tic-Tacs oder was auch immer, irgendwelche Produkte in der Türverkleidung oder auf den Sitzen liegen. Weil das hat während der Desinfektion im Fahrzeug nichts hier verloren. Als nächstes haltet euch den Ersatzschlüssel von eurem Fahrzeug, haltet den Griff bereit, den kann man im Notfall, ja, müssen wir den gebrauchen. Der Fall ist sehr unwahrscheinlich, aber haltet den Schlüssel bereit. Und als nächstes wird der Beifahrersitz komplett nach hinten geschoben. Und jetzt gehen wir her und starten den Wagen. Dann schalten wir die Klimaanlage natürlich ein. Auf richtig kalt. Wenn euch im Übrigen mal interessiert, woran es liegt, warum die Klimaanlage im letzten Jahr vielleicht ein bisschen kühler war als in diesem Jahr, ganz einfach. Das Video seht ihr gerade oben in der Ecke. Da erkläre ich euch den häufigsten Grund. Das nächste, was hier passieren muss, wir müssen auf Umluft schalten. Das heißt, ist die Taste aus, zieht sich das Fahrzeug jetzt immer wieder Frischluft von außen heran. Wir brauchen aber keine Frischluft. Wir müssen die Umlufttaste einschalten. Klimaanlage ein, Umlufttaste ein, Vollgas auf kalt laufen lassen. Los geht's. Und jetzt gehen wir her. Wir platzieren einen Teller, so mache ich das immer, in den Fußraum des Beifahrersitzes. Weil die Pulle darf gleich hier nicht umfallen. Ich positioniere die Flasche immer so, dass hier zum Sitz genug Abstand ist und hier zum Armaturenbrett auch noch genug Abstand ist, weil hier aus dieser Dose der Klimadesinfektionsreiniger wird gleich langsam aus dieser Dose herausströmen und wird sich immer wieder in dem Fahrzeug, in dem gesamten Gebläsetrakt verteilen. Und das Ganze machen wir so für 15 Minuten. Vorher die Dose richtig gut schütteln. Dann hat Abacus hier eine Kleinigkeit eingebaut, das zeige ich euch mal eben. Und zwar Fokussierkamera, so. Hier ist so eine kleine Rastnase. Wenn wir den jetzt aktivieren, verkeilt sich die Rastnase unter dem unteren Ring und es wird latent immer wieder der Reiniger aus dieser Dose in den Innenraum abgelassen. Und das machen wir jetzt einmal. Für circa 15 Minuten machen wir das. Geschüttelt haben wir. Und jetzt verlassen wir den Innenraum. So. Da kommt der Reiniger raus. Und ihr seht schon, das habe ich in noch keinem YouTube-Video gesehen, was am Ende der Reinigung auf jeden Fall erforderlich ist. Ich warte jetzt mal 15 Minuten ab. Das Auto läuft, Umluft, Klimaanlage an, Vollgas eingeschaltet und 15 Minuten warten wir. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum eigentlich den Ersatzschlüssel? Der Schlüssel steckt, die Autotüren sind zu. Stellt euch mal vor, aus irgendeinem Grund, Fehlimpuls für die Türschlösser-Steuergerät, verriegelt sich das Auto. Ihr habt hier ein Problem, das Auto läuft, bis der Tank leer ist. Aus diesem Grunde haltet immer den Ersatzschlüssel bereit. Tja, das Desinfektionsmittel hat sich jetzt in jeden Winkel des Armaturenbretts, sprich im gesamten Klimaanlagentrakt, wunderschön verteilt. Und dort wird es jetzt seine Wirkung entfalten. Und die 15 Minuten sind rum. Wir gehen jetzt her, öffnen erst einmal alle Türen, damit hier das Fahrzeug auch in Ruhe, nennen wir es mal, ausgasen kann, damit hier der Reiniger auch herauskommt aus diesem Fahrzeug. Und dann gehen wir her und schalten die Klimaanlage erst einmal aus, lassen den Wagen jetzt aber noch für weitere 2-3 Minuten laufen. Ich hatte ja gesagt, niemals den Wagen gleichzeitig mit der Klimaanlage ausschalten, weil dann ist ja wieder Restfeuchtigkeit in dem Klimaanlagentrakt. Und das wollen wir ja nicht. Und dann können wir hergehen, nach 2 Minuten machen wir den Wagen aus. Und jetzt kommt eine Kann-Sache, das mache ich auf jeden Fall.
und eine Muss-Sache. Und welche das ist, das zeige ich euch jetzt. Und jetzt können wir die Pulle hier samt Teller auch herausholen. Was ich auf jeden Fall mache nach der klimaanlagen Desinfektion, das empfehle ich euch auch, ist der Wechsel des Staub- und Pollenfilters. VW gibt hier vor, den Wechsel nach 2 Jahren oder 30.000 Kilometer. Nein, ich bin Allergiker, ich wechsle den früher. Wie schnell das geht, zeige ich euch eben. Handschuhfach auf. Oh, da ist noch die Parkscheibe drin. Hier bei VW haben wir hier so kleine Haken. Dort und dort. Und diesen Haken brauchen wir einfach nur anheben. Und dann können wir auf der anderen Seite auch den Haken anheben und das Handschuhfach kommt schon herunter. Seitlich die Führung können wir hier aushaken und dann fällt unsere Parkscheibe runter. Und hier haben wir die Verschlussklappe für den Staub- und Pollenfilter. Die brauche ich hier nur einfach runterdrücken und kann dann diese Klappe hier ganz einfach zu mir hinziehen. Und habe dann schon den Staub- und Pollenfilter in Sichtweite. Und jetzt schauen wir uns mal an, was nach einem Jahr sich hier gesammelt hat. Und ich zoome euch das Ding mal ran. Das ist ja mal hochinteressant. Jetzt guckt mal hier rein. In die feinsten Rillen hier. Was da so drin hängt, da. Das hätte ich alles eingeatmet, wenn ich keinen Staub- und Pollenfilter hätte. Hier saugt sich das Fahrzeug die Luft an. Auf der anderen Seite kommt die Luft in das Fahrzeug hinein. Ja, den tausche ich auf jeden Fall aus. Ja, wie gesagt, ich empfehle den Staub- und Pollenfilter auch zu tauschen bei einer Klimaanlagendesinfektion. Was auf jeden Fall gemacht werden muss, die Scheiben müssen gereinigt werden. Ihr habt gesehen, das Desinfektionsmittel ist ausgetreten, hat sich im gesamten Armaturenbrett und Fahrzeugbereich verteilt. Es sieht im ersten Moment erstmal sauber aus, die Scheibe. Aber wenn ich jetzt hier bei Regen in der Dunkelheit fahre, habe ich hier so einen leichten Schimmer, so, so Restbestände von dem Desinfektionsmittel auf der Frontscheibe. Und ich gehe jetzt her und putze alle Scheiben von diesem Fahrzeug. Der Geruch, leichter Zitrusgeruch, ist echt klasse und angenehm. Ja, das war unser Video zur Klimaanlagendesinfektion, worauf ihr achten solltet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich drüber freuen. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr gerne abonnieren. Tja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.